Herzlich willkommen auf Offenhand. Hinter der Kamera ist der Marc, ich bin der Jonas und wir zeigen euch heute, was man mit Parallels so für Übungen machen kann. Parallels sind im Endeffekt Minibarren, wie ihr es aus dem Turnen kennt. Gibt es in verschiedenen Höhen, es gibt ganz hohe, es gibt super niedrige. Die hier sind im mittleren Bereich angesiedelt mit einer Höhe von 36 cm. Im Endeffekt könnt ihr dann wirklich nochmal eine Vielzahl an Körpergewichtsübungen machen. Vor allem, wenn es ums Home Gym geht, wo man jetzt nicht unendlich Platz hat, kann man sich damit wirklich nochmal einen Haufen neue Übungen und neue Reize mit nach Hause nehmen. Zum Beispiel könnt ihr eure Push-Up-Variationen oder neue Push-Up-Variationen dazu nehmen und mehr Bewegungsumfang hinzunehmen. Also ein klassischer Push-Up hört ja einfach auf, wenn der Boden da ist. Jetzt hier mit der Griffposition könnt ihr mehr Bewegungsumfang machen. Da aber aufpassen, dass ihr erstens den Bauch nicht einfach locker lasst und euch dann so runterlasst, sondern der Bauch bleibt fest. Und als nächstes aufpassen, dass nicht die Schulter nach vorne abhaut. Also nicht das hier passieren lassen, sondern immer die Schulterblätter in Position lassen und nach unten ziehen. Nur dann tut ihr eurer Schulter auch was Gutes. Dann könnt ihr auf Handstand halten, Handstand-Push-Ups machen, wie es im CrossFit auch schon öfter mal bei Wettkämpfen drangekommen ist. Dafür die Parallels an die Wand aufschwingen und einfach Handstand-Push-Ups machen. Aber da wirklich langsam rantasten, weil das ist wirklich eine sehr anspruchsvolle Übung. Also mal anfangen mit einer Erhöhung dazwischen, dass ihr nicht ganz so tief runter müsst. Und dann auch erstmal nur ablassen, langsam und wirklich kontrolliert, dass ihr euch auch mal lernt, wo die Bewegung aufhört sozusagen und nicht einfach durchrauscht und euch dann am Ende noch ein bisschen verletzt. Dann beliebte Übungen für den Core, der L-Sit. Sieht so aus, die Beine nach vorne strecken und diese Position halten. Auch hier wieder wichtig, nicht den Nacken absinken lassen, also nicht einfach reinhängen. Das wird euch eure Schulter auf Dauer nicht verzeihen. Und wenn ihr auch wirklich in einer festen Position seid, trainiert ihr gleichzeitig auch noch den Schulter- und Brustbereich mit. Wenn jetzt die L-Sit-Position am Anfang zu schwierig ist, das kann zum einen einfach aus Kraftgründen sein im Core oder auch von der Mobilität, dass ihr in diese gestreckte Position nicht so gut reinkommt, dann ganz einfach, fangt an mit der Taktposition, also mit gebeugten Knien. Wenn das ganz gut funktioniert, also wenn ihr sagt, okay, da könnt ihr schon 10, 20 oder sogar 30 Sekunden halten, könnt ihr es euch schwieriger machen, indem ihr mal einen Fuß oder ein Bein nach vorne nehmt und die abwechselt. Ziel sollte dann schon sein, dass ihr den L-Sit langfristig über 30 Sekunden halten könnt. Wird euch bei allen turnerischen Übungen extrem weiterhelfen und zum Beispiel auch bei Toe-to-Bar. Wenn ihr da wirklich Kraft und Ausdauer drin habt. Eine andere Übung, vor allem wenn man jetzt im Home-Gym keine Pull-Up-Stange haben kann und trotzdem Kipping üben will oder für turnerische Übungen weiter üben will, könnt ihr auch Hollow Archer im Wechsel üben. Und das ist der Parallel Pass-Through, nennt sich das Ganze. Ihr startet in einer Hollow-Position, auf den Zehenspitzen, Bauch fest, wie ihr es auch an der Stange machen würdet. Also diese Position hier, Hollow, fordert der Körper seine auf Spannung. Ihr macht eine Schiffchenposition auf Deutsch. Die nehmt ihr auch hier ein. Nach unten drücken, wieder nicht Schulter hängen lassen, sondern Schulterblätter auseinanderziehen, gegen die Parallels drücken und dann schießt ihr durch und kommt in die vordere Position. Und hier nicht locker einfach nur nach vorne kommen, sondern Po anspannen, Brust rausschieben. Das ist dann die Archer-Position. Einmal vor und zurück, eine Wiederholung, 10 Wiederholungen davon, dann macht ihr schon gut was für eure Körpermitte und hilft euch eben auch weiter für Toe-to-Bar, Pull-Ups etc., wo ihr eben auch den Wechsel zwischen Hollow und Archer können müsst. Was auch nice ist, wenn ihr daheim Barfacing Burpees üben wollt, keine Stange habt oder einfach auch keinen Platz unbedingt dafür nutzen wollt, immer eine Stange aufzustellen, könnt ihr die Parallels auch ganz einfach nutzen, um das zu trainieren. Also einfach
als Hindernis für die Bar-Facing Burpees. Unsere Affenhand-Parallels haben wir so konzipiert, dass sie wirklich aus einem massiven Teil bestehen. Also die Enden sind jeweils verschweißt, nicht irgendwie mit Schrauben fixiert, weil bei Parallels haben wir einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn die Teile zusammengeschraubt sind, lockert sich das über Zeit, wenn man die Übungen dran macht, dann fängt es quietschen an und es ist einfach nicht so fest. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, da wirklich eine massive Lösung zu machen, die einfach alles aushält und nie das Quietschen anfangen wird. Außerdem wiegen sie zusammen 11,5 Kilogramm, also nichts Windiges, sondern wirklich, jetzt auch nicht unendlich schwer, aber so, dass sie in Position bleiben, wenn ihr die Übungen drauf macht und nicht leicht verschoben werden können. Sie sind pulverbeschichtet, damit der Grip auch passt, sind nicht rutschig. Das heißt, ihr braucht gar nicht unbedingt Chalk dazu, um an denen zu trainieren. Wer will, kann das aber gern machen. Das tut denen auch nichts. Auf der Unterseite ist kein Plastik, weil auch das natürlich von der Abnutzung her sonst relativ schnell kaputt geht. Das bleibt massiv. Wir haben hier nur aus der Außenseite zur Abdeckung Plastikendkappen. Ansonsten alles Metall. Die hier sind jetzt auch schon seit rund einem Jahr fast im Einsatz. Also ihr seht, ein paar Kratzer, klar, wenn man die am Boden vor allem auch mal draußen hernimmt. Aber ansonsten fehlt denen nichts und sind vor allem in der Anwendung noch komplett gleich. Also oben sieht man sogar gar nichts, dass da irgendwas wäre. Genau, sind leicht zu verstellen. Logischerweise, weil ihr einfach auf die individuelle Statur das Ganze versetzen könnt. Wie gewohnt, unser Gym-Equipment made in EU, also Qualität und Arbeitsbedingungen passen. Und außerdem, was vor allem für Home-Gym interessant ist, sind sie mega platzsparend. Einfach zusammenstellen und in die Ecke stellen und die stören euch nicht mehr. Wie ich finde, sollten die auf jeden Fall in jedem Gym, in jeder Box stehen und wenn ihr es eben fürs Home-Gym platztechnisch auch brauchen könnt und ein paar mehr Übungen daheim machen wollt, dann sind die auch für einen schmalen Taler zu erhalten und deswegen das auf jeden Fall wert. Das zu den Übungen mit Parallels und zu unseren Parallels. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, einfach drunter schreiben. E-Mail an banane@affenhand.de, Instagram, was auch immer. Einfach eure Fragen durchschießen und wir beantworten sie so schnell wie möglich. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen da und ein Abo. Das hilft uns sehr weiter. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal.